Und willkommen zum 14. Teil des Let's Plays Toonstruck. Ja, wir hängen beim Bücherregalrätsel fest. Wir haben da im Obergeschoss ein Bücherregal mit 8 falschen Büchern drin, die kann man ziehen. Und bei der richtigen Kombination zwischen Rot und Blau kann man dann das Gitter links neben sich öffnen. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was probiert, aber es ist alles bisher falsch und fehlgeschlagen. Ich habe mir mal 2 verschiedenfarbige Stifte geholt und ein paar Blätter Papier und nebenbei auch die Anweisung des Vogels mal ein bisschen aufgeschrieben. Allerdings hänge ich immer noch. Ich kann jetzt nichts weiter tun, außer mir diese Vogelansagen immer wieder anzuhören. Willst du einen Keks? Das dritte rote Buch sollte direkt nach dem ersten roten Buch herausgezogen werden. Okay. Nachdem ein blaues Buch herausgezogen wurde, wird in der Hälfte aller Fälle sofort ein rotes Buch herausgezogen. Natürlich. So, den zweiten Part habe ich jetzt nicht so schnell wieder mitgehört. Buch 1 und 3 der roten Kategorie hängen also zusammen. Was sagtest du gerade? Weder das dritte noch das vierte rote Buch sind das letzte rote Buch, das herausgezogen wird. Das letzte blaue Buch sollte unmittelbar herausgezogen werden, wenn alle roten Bücher herausgezogen worden sind. Und das ist alles. Klar. Und dabei hat er ja auch gesagt, dass die blauen Bücher in chronologischer Reihenfolge gezogen werden sollen. Und wir fangen nicht an mit dem ersten roten Buch, sondern wahrscheinlich dann erst eher mit dem ersten blauen Buch. Und das dritte und vierte rote Buch sind nicht die letzten blauen Bücher. Die letzten Bücher, die gezogen werden. Oder die letzten roten Bücher. Also müssen die ja irgendwie in der Mitte liegen. Bücher? Jedes Buch sollte nur ein einziges Mal herausgezogen werden. Fang nicht damit an, das erste rote Buch herauszuziehen. Nettes Vögelchen. Genau. Das hatte ich mir schon mal notiert. Hallo? Die blauen Bücher sollten in numerischer Reihenfolge herausgezogen werden. Das zweite blaue Buch sollte herausgezogen werden, nachdem 2 rote Bücher herausgezogen wurden. Verrücktes Huhn. Da habe ich die Bücher 1 und 3 in Verdacht. Die Bücher, die roten Bücher 1 und 3, die durften ja nicht getrennt werden. Und kommen auch nicht als letztes. Also können es eigentlich nur diese 2 Bücher sein, die direkt vor der 2 gezogen werden. Willst du einen Keks? Das dritte rote Buch sollte direkt nach dem ersten roten Buch herausgezogen werden. Nachdem ein blaues Buch herausgezogen wurde, wird in der Hälfte aller Fälle sofort ein rotes Buch herausgezogen. Natürlich. Okay. Was sagtest du gerade? Weder das dritte noch das vierte rote Buch sind das letzte rote Buch, das herausgezogen wird. Das letzte blaue Buch sollte unmittelbar herausgezogen werden, wenn alle roten Bücher herausgezogen worden sind. Und das ist alles. Klar. Okay. Bücherreihe. Die blauen chronologisch 1 bis 4, ist klar. Dann Bücher 1 und 3 dürfen nicht getrennt werden, dürfen allerdings nicht ans Ende. Bücher 3 und 4
sind nicht die letzten roten Bücher, die gezogen werden. Also können sie ja eigentlich nur zwischen den blauen Büchern 1 und 2 stehen. Was hatten wir noch? Was hatte ich mir noch von Vogels Tipps notiert? Genau, das letzte blaue Buch, nachdem alle roten raus sind. Nicht das erste rote Buch rausziehen zum Anfang. Blaue Bücher chronologisch in 1 bis 4. Zweites blaues nach Buch rausziehen, nachdem zwei rote rausgezogen worden sind. Genau. Drittes Buch. Drittes rotes Buch, nachdem das erste rote Buch gezogen wurde. Nach blauem Buch. In der Hälfte aller Fälle sofort ein rotes rausziehen. Sofort ein rotes rausziehen, aber das kann ja nicht. Sofort in der Hälfte aller Fälle. Gute Frage. Meine Kombination, Madame et Monsieur. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt einfach mal nach oben. Was ist hier eigentlich? Flur. Und vielleicht ist ja meine Einschätzung gar nicht so verkehrt. Ich habe es, wie gesagt, davor schon ein wenig probiert. Und hatte da bisher kein Glück. Und habe mir auch Vogels Tipps aufgeschrieben und so und hin und her probiert. Oh, prima. Schätze, da gehe ich nicht drauf. Oh. Okay. Haben wir zwei Wachen. Ich habe es halt ein bisschen probiert hier, ne? Verschiedene Kombinationen. Aber ist halt auch nur unnötiges Probiere gewesen. Gucken wir mal. 1, 3. 2, 4, 3. 2, 4. Schätze, ja. Das stimmte nicht so ganz. Oder muss man die vertauschen? Die 4 und die 2 der roten. 1, 1, 3, 2. Nein. Jetzt aufpassen. 2, 2, 3, 4, 4. Ah, Mist. Was mache ich bloß falsch? Oder es kann auch sein, dass die 4 und die 2 oder 2 und die 4 auch noch zusammengehören. Probieren. 1, 1, 3, 2, 3, 4, 2, 4. Hey, ich hab's geschafft. Es lohnt sich also doch manchmal, seine Nase in Bücher zu stecken. Okay, ich dachte, hier würde das Gitter aufgehen. Tut es nicht. Ein anderer Gang ist aufgegangen. Oh, klasse, ein Wächter. Ich bin lieber vorsichtig hier unten. Ich plaudere lieber nicht mit einem feindseligen Alligator von 250 Kilo Lebensgewicht. Ganz schlechte Idee. Der Wächter döst zwar gerade weg, aber er ist noch nicht fest eingeschlafen.
Was machen wir da jetzt? Schläft er noch mal ein hier? Oh, ich sag euch, solche Rätsel wie das Bücherrätsel. Machen diese Spiele erst besonders. Und immer wenn ich an dieses Spiel, also Toonstruck, gedacht habe, dann hatte ich immer dieses Bücherrätsel im Kopf. Das war für mich das Schwerste. Ja. Und nu? Da scheint eine Kroko-Party im Gange zu sein. Und ich bin nicht eingeladen. Was? Wie? Naja, gut. Okay. Es gibt einen Gang, den haben wir noch nicht besucht. Sieht so aus, als fehlte hier der Hebel. Nehmen wir mal den hier. Passt nicht. Es muss einen Weg geben, das Ding zu öffnen. Knopf. Jai. Das ist ja mal geil. Der Fliegenmann. Er erklimmt die höchsten Lüftungsschächte mit 1000 kleinen Fliegenschritten. Ob der Obermotz wohl singt, wenn er hier drin steht? Geht nicht auf. Tja, so ein Medizinschränkchen verrät viel über den Charakter. Sofern vorhanden. Hö? Sehr gut. Dann können wir den Wachkroko am Computer betäuben. Nur ein paar ganz normale, praktische, alltägliche, extra starke Chloroformläppchen. Lauf weg! Lauf weg! Roter Alarm, Captain! Klingonen und Krokodile im Feuerbereich! Nein. Ja.
das ging ja gerade noch mal gut. Der Fliegenmann. Er kann alles, was fliegen können. Außer fliegen. Oder Eier legen. Ja. Oder Säure auf sein Essen kotzen oder sowas. Nun komm. Nicht eklig werden. Zeit, dass die Fliege die Fliege macht. Das scheint wohl so eine Wettermaschine zu sein, also so eine Klimaanlage. Ja. Ja. Oh, klasse, ein Wächter. Ich bin lieber vorsichtig hier unten. Er ist vielleicht etwas groggy, aber ich fürchte, er würde mich immer noch eher erledigen als ich ihn. Das stimmt allerdings. Aber das Horn verschwindet, solange ich hier, also wenn ich nochmal, wenn ich hier lang gehe, dann... Ist es nicht langsam Zeit für Ihre Kaffeepause? So, nochmal hier. Das Horn verschwindet, wenn ich hier lang laufe. Aber was ist denn mit der Tür? Jede Menge interessante Sachen da drin. So ein Mist, dass diese Alligatoren da Wache schieben. Aha. Das wusste ich ja noch gar nicht. Perfekt. Bewegt sich kein Stück. Scheint von innen verschlossen zu sein. War ich schon. Hab ich schon. Das dürfte überhaupt nichts bewirken. Nee, auch nicht mit dem Gelben hier? Oder wie, oder was? Wahrscheinlich nicht. Boom. Kann ich denn damit den Klimatron jetzt bedienen, oder nicht? Das ist ein Klimatron, was immer das sein mag. Passt nicht. Schade.
Aber wieso geht der nicht? Vielleicht kann man ja noch mal irgendwie in der Küche irgendwas anstellen. Eine vergoldete Gießkanne. Nur ein paar ganz normale, praktische, alltägliche, extra starke Chloroformläppchen. Der rostige Schrotthaufen da lässt mich ja nicht. Mal was ganz Blödes probieren. Das würde bestenfalls seinen Chrom ein wenig aufpolieren. Ein Essensfahrstuhl. Moment. Das klappt nie. Ich bin's schon wieder. Wie geht's uns denn heute? Mehr Pfeffer, Junge, da muss mehr Pfeffer ran! Ah. Entschuldigt, Meister. Jetzt weiß ich. Einzelne Pinselstriche nach oben oder unten. Niemals zusammen. Ah, du warst das also, der das Schack in das Boom-Schakalacke reingebaut hat? Ende der Mitteilung. Over. Roger, Bodenstation. Handtuch gefunden. Na, her mit der Nase. Na? Nase. Ja, damit. Genau. Gut. Die Nase dieses psychotischen Clowns. So, jetzt machen wir mal was ganz Schönes. Man kann ihn nur gnädig einschläfern. Genau. Die Nase dieses psychotischen Clowns mit Spezialsoße. Schlaf schön, du jämmerliches, nadelndes Wrack. Oh nein, 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 mach das nicht, geh da weg.
Was ist mit mir passiert? Na egal, solange ich mich nicht in einen Thun verwandelt habe. Ich habe mich in einen Thun verwandelt. Hilfe! Ich bin ein Thun! 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 Ich bin kein Thun. Ach ja. An der Stelle möchte ich jedem auch nochmal Falsches Spiel mit Roger Rabbit ans Herz legen. Warum? Guckt den Film, dann wisst ihr Bescheid. So. Die Nadel des Clowns. Ein Ballon. Mhm. Den pumpen wir jetzt gleich einfach mal auf. Ballon! So. Ich will ihn nicht stören. Er ist schon gestört genug. Und ich fing gerade an, mich an ihn zu gewöhnen. Sehr, sehr gut. Aber ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, wie das jetzt weitergehen kann. Die Nadel des Clowns. Nadel. Ein Ballon voller Helium. Das muss was mit den Hörnern zu tun haben. Mit den Gargoyle-Statuen. Und schon geht es wieder los. Es macht zwar keinen Sinn, das jetzt zu machen, aber ich will mal sehen, was passiert, wenn ich mich jetzt gefangen nehmen lasse. Hier ist mal. Ups. Macht nur, verhaftet mich ruhig. Ich habe keine Angst vor euch. Mami. Schau, 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 schau. Schau, es sieht so aus, als wärst du hier beim alten Rüssel eingesperrt. Und glaub mir, der Trick mit der alten staubigen Fußmatte hat vielleicht einmal geklappt, aber nochmal funktioniert der nicht. Oh nee.
Oh nein. Oh Mist, was machen wir denn jetzt? Wir haben auch nichts mehr hier im Inventar. Rüssel! Hey, hey! Weißt du nicht, dass Fritz und aufhören ist? Verzeihung, aber ich kann kein einziges Wort verstehen. Ich habe gesagt, hey, hey, weißt du nicht, wann es Zeit zum Aufhören ist? Hatschi! Was willst du? Nette Gasmaske. Wirklich eine Verbesserung. Danke. Sie hilft. Mit meinen Allergien und so. Weißt du, ich finde Allergien eigentlich richtig faszinierend. Du nicht auch? Ich nicht auch? Ja, klar doch. Hey, ich dachte immer, ich wäre der Einzige. Natürlich nicht. Ich wäre sogar ein unheimlich froher Knasti, wenn du mir alles über deine Allergien erzählen würdest. In Ordnung. Allergiekumpel. Na, da schauen wir mal. Ich bin allergisch gegen Staub, Rost, Ketten, staubige Ketten, rostige Ketten, Dingster, bla bla, staubige, bla bla, Dingsbums, bla bla, staubige, bla bla, Dingenskirchen, bla bla. Hey, geh von der Matte weg. Oder es wird mir doch leid tun. Okay. Matte. Oh, jetzt reden. Rüssel! Ja? Könntest du mir nicht nochmal deine Allergien aufzählen? Das würde mir wirklich meinen Lebenslänglich verkürzen. Mit Vergnügen. Ich bin allergisch gegen Dingster, bla bla. Staubige, bla bla. Dingsbums, bla bla. Staubige. Oh nein, nicht so. Schon wieder. Dieses Mal hat er sich nicht geduckt. So, jetzt aber raus hier. Mit Rüssel als Wächter ist dieses Etablissement täglich 24 Stunden geöffnet. Ich sollte meine Klamotten mitnehmen. Hmm.